Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video oder eher gesagt Ruf der Wildpferde Teil 2. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Ein bisschen mulmig ist mir hier oben schon. Das kann ich verstehen, das schaffst du schon. Aber pass auf, dich darf niemand erwischen. Du weißt doch, sie streben alle nach Black Dancer. Und wenn dich jemand mit ihm erwischt, gibt es riesengroßen Ärger. Danke für diesen Rat. Ich passe schon auf. Was war denn das? Hufgetrappel? Welches Pferd galoppiert denn bitte mitten in der Nacht hier durch das Dorf? Das kann nur einer sein. Black Dancer. Aber warum ist dieses Mädchen bei ihm? Los, schneller, Black Dancer. Das ist so cool, auf dir zu reiten. Er hat sich doch nicht etwa einen Menschen ausgesucht. Ach, das wird nicht lange so gehen. Morgen Nacht werde ich ihn fangen. Und dann gehört er mir. Ich werde es schon irgendwie hinbekommen. Mit einer schlauen List, so schlau wie ich bin. Na, dann wünsche ich mir viel Glück. Wow, du kannst ja hochspringen, Süßer. Boah, das ist so total ungewohnt. Und ich bin total aufgeregt, aber es ist so cool, auf dir zu reiten, Süßer. Jetzt aber mal wirklich, warum hast du mich ausgewählt? Und hast du mich überhaupt ausgewählt? Ja klar, ich kann nicht mit Pferden reden. Ich muss los, Süßer, bevor uns jemand erwischt. Aber naja, willst du vielleicht ein paar Leckerlis? Alles gut. Wie wär's denn mit Hafer? Das scheint dir ja besser zu schmecken. Ach. Oh, ich habe totalen Durst. Ich gehe lieber mal runter was trinken. Oh mein Gott, Leonie, was machst du denn hier? Oh, Katja, ich kann nix, Ich verstehe schon. Und wo ist Lena? Die macht einen Ausritt. Ein Ausritt mitten in der Nacht? Es ist um eins, mitten in der Nacht. Geisterstunde gerade erstmal vorbei. Es gibt keine Geisterstunde. Ja, aber wo ist jetzt Lena? Echt auf einem Ausritt? Mit wem? Mit Mistral, bestimmt. Du weißt es nicht. Naja, ich vertraue ihr mal. Morgen wird sie ein bisschen Ärger bekommen. Und du gehst jetzt mal besser schnell ins Bett. Okay. So, und jetzt schlaf gut. Ich möchte nicht, dass sie noch einmal ausreißt. Und du bleibst bitte auch den Rest der Nacht hier liegen. Oh mein Gott, Teenager. Man kann kein Vertrauen in die haben. So, jetzt schnell weg, Süßer. Ach, geh zurück zu seiner Herde. Und morgen treffen wir uns wieder. Oh, Black Dancer, du bist wieder da. Und, hast du den richtigen gefunden? Ich glaube schon, ich kann Vertrauen sie haben. In wen? Naja, so ein Mädchen. Und wie ist es so, wenn jemand auf dir reitet? Naja, es tut schon ein bisschen auf dem Rücken weh, wisst schon. Also ja, sie ist nicht schwer, aber ungewohnt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also, dass du so tust, dass du einen Menschen für dich aussuchen willst, das habe ich ja gerade noch so kapiert. Aber dass du das wirklich in die Tat umsetzt und dass du einen gefunden hast, also das kann nur Schwindel sein. Menschen sind doch immer komisch. Sie quälen die Pferde mit solchen langen, schwarzen oder mehrfarbigen Dingern. Das nennt man Gärten. Ja, auf jeden Fall schrecklich. Wie kannst du dich auf sowas einlassen? Ich weiß doch wohl, was ich tue. Blitz, freu dich doch wenigstens für ihn. Ist doch seine Sache. Und nur so, wenn du noch weiter so rumnörgelst, dann wirst du nie der neue Anführer. Denn nur wahre Anführer wissen, was das Richtige ist.
Ach ja, ich weiß nämlich, was das Richtige ist. Eben auf meine Art und Weise. Ja, mit solchen Losern kämpfe ich mich ja nicht rum. Oh Gott, Blitz. Na, dann sieht das wohl aus, als würde ich der neue Anführer werden. Noch ist Black Dancer ja da. Aber die Herde muss weiterziehen. Hier gibt es bald nicht mehr genug Gras. Und dann muss Black Dancer ja immer alleine hier schlafen. Ach, wir finden schon eine Lösung. Bist du da sicher? Du kannst doch nicht jeden Abend allein hier oben stehen. Was ist, wenn dich jemand erwischt? Dich jemand einfängt? Jemand Böses. Ja, Black Dancer, zur Not kann ich auch hier bleiben. Ein paar Stuten von uns. Also Stuten auf gar keinen Fall. Wir Hengste, wir sind dafür da, euch zu beschützen. Nicht ihr, die Hengste. Ich werde es schon alleine schaffen. Und zur Not, naja, vielleicht haben die ja da eine versteckte Box in der letzten Ecke. Ich meine, der Hof ist ja riesig. Oh mein Gott, nein, das lasse ich nicht zu. Wenn schon auf eine Koppel, dann nicht in eine Box. Du bist ein Wildpferd. Du bist oder du warst das größte Wildpferd aller Zeiten. Und jetzt willst du in so einer Box leben? Also geht's dir noch ganz gut? Ach, lass es nur meine Sorge sein, Blitz. Alles gut. Kümmer du dich nur um die Herde mit Starlight. Endlich zu Hause angekommen. Hoffentlich hat mich keiner erwischt. Bin jetzt leise. Leonie, bist du noch wach? Ja, ich bin noch wach. Und nur so, also es ist jetzt vielleicht sehr erschreckend, aber du wurdest erwischt. Du bekommst morgen Ärger von deiner Mama. Ach, naja, für Black Dancer würde ich alles hergeben. Ach, Lena, komm, leg dich zu mir. Es ist total schade, Leonie, dass du morgen nicht bei mir schlafen kannst. Ja, dann schlafe ich wieder bei mir zu Hause. Na, vielleicht darf ich ja dann mal bei dir schlafen. Ja, das wird cool. Morgen ist ja die Schule. Am besten wir schlafen jetzt. Ja, bin ganz deiner Meinung. Ja, naja, schon morgen, da gehe ich mal die Kinder wecken, die müssen doch heute in die Schule. Guten Morgen, Kinder. Geht ihr euch umziehen? Es ist doch Schule. Oh, musst du jetzt echt damit kommen? Schule, das hat uns doch gerade noch gefehlt. Naja, das kommt davon, wenn man nicht hört und heimlich ausreitet. Ja, Mama, wir reden später drüber. Okay, nach dem Frühstück. Das schmeckt ja wirklich lecker. So, Kinder, und da ihr heute Sportunterricht habt, dann gebe ich euch mal noch den Kuchen selber gebacken gestern Abend. Wow, auch wenn du gestern ausgerissen bist, hätte echt nicht gedacht, dass deine Mama trotzdem uns Kuchen gibt. So leckeren, selbstgebackenen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Oh, Ärger bekomme ich dann trotzdem. Naja, hat ja seine positiven Seiten, oder? Ach, ist egal. Und seit wann hat Ärger bitte positive Seiten? Ey, ich probiere dich doch bloß aufzumuntern. Ja. Naja, ich kann keinen Gedanke mehr verschwenden. Muss immer an Black Dancer denken. Naja. Ja, sei lieber ein bisschen leiser. Deine Mutter steht doch gleich hier nebenan. Okay, ich gehe dir mal ins Wohnzimmer. Lena, was fällt dir eigentlich ein? Mama, es tut mir leid, ich habe da nur einen Ausritt mit Mistral gemacht. Warum machst du sowas? Naja, ich hatte ihn vermisst. Ich war doch ewig nicht mehr auf dem Hof. Ewig? Du hattest doch erst vor 2 Tagen, du hattest doch erst gestern, meinte ich, eine Springstunde. Das nennst du ewig? Wir könnten doch auch gleich auf dem Hof wohnen. Und nicht, 200 Meter entfernt. Ach, Lena, schau aus dem Fenster. Da steht gleich der Pickup. Wir wohnen direkt neben dem Hof. Und du kannst jeden Tag dahin. Aber ich verbiete dir jetzt, nachts auszureiten. Ich meine, das ist jetzt oder so verboten. Aber was fällt dir überhaupt ein? Ja, Mama, es tut mir wirklich leid. Es kommt nie wieder vor. Das will ich für dich hoffen. Weißt du, wie lebensgefährlich das ist? Du alleine da draußen, mitten in der Nacht. Ja, aber würde man alleine tagsüber ausreiten? Ja, ausreiten ist schon das richtige Wort. Naja, es wäre doch genauso gefährlich alleine. Nein, du weißt gar nicht, was nachts für Gestalten herumlaufen. Also, das geht wirklich nicht. Versprichst du damit aufzuhören? Ja, das mache ich.
Und jetzt geht's schon wieder zur Schule. Und hast du dolle Ärger von deiner Mama bekommen? Naja, geht so. Ich darf bloß nachts nicht mehr ausreiten. Durfte ich ja vorher auch nicht. Also ich hätte mir echt Schlimmeres vorgestellt. Wie 5 Jahre Hausarrest. Ach, naja. Boah, endlich Schulschluss. Ja, natürlich ohne Hausaufgaben. Also mit Hausaufgaben. Es geht ja auch nicht mal ohne Hausaufgaben. Schrecklich, jeden Tag bekommt man 5 solcher Blätter. Aber witzig war es ja trotzdem. Weißt du, wie Frau Blume Herr Günther angeguckt hat? Die ist ja neuerdings in den verliebt. Das war einfach nur zum Kreischen. Ich weiß. Naja, dann laufen wir mal nach Hause. Und danke nochmal, dass du mich bis nach Hause begleitet hast. Ja klar, ist doch selbstverständlich. Du bist doch meine beste Freundin. Ich gehe dann auch mal nach Hause. Tschüss. Na hallo, hast du Hausaufgaben auf? Ja, sieht man doch, ganz ein Stapel voll. Darf ich heute Nachmittag in den Reitstall? Das darf ich doch noch, oder? Ja, darfst du schon, aber... Naja, ich habe mir das nochmal überlegt. Heute ausnahmsweise nicht. Aber ich muss nachher noch eine Reitstunde geben. Deswegen machst du mal deine Hausaufgaben und dann bin ich heute Abend wieder da, okay? Ach, Mama. Ach komm, das soll dir eine Lehre sein. Ach, okay. Ich gehe auch in mein Zimmer. Naja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So wütend ist mir meine Mama ja gar nicht mehr. Naja, das mit dem Stallverbot ist schon schlimm. Aber es geht auch schlimmer. Wie, eine ganze Woche Stallverbot? Oh nein, das geht nicht. Darüber denke ich nicht nach. Komm mal her, Lisa. Warum stehen denn hier Futtersäcke? Wir waren noch gestern als Letztes im Stall. Ja, stimmt. Und wir haben die Futtersäcke wieder weggeräumt. Ach, guck mal, da kommt ja schon Katja. Na, guten Morgen, Mädels. Warum habt ihr da schon Hafer- und Leckerlisäcke? Ja, das wollten wir dich gerade auch fragen. Warum sind da Futtersäcke? Ach, ja. Ach, das ist von meiner Tochter. War die gestern Nacht im Stall? Nein, nein. Macht jetzt eure Pferde fertig und dann bekommt ihr eine Reitstunde. Alles gut. Puh, das war mal eine anstrengende Reitstunde. Die Pferde haben ja echt kaum was gemacht, was sie sollten. Aber sie haben kaum eine Stange geworfen. Das war super. Lena, bist du schon fertig mit deinen Hausaufgaben? Ja, ich schlafe schon mal. Weißt du, Schlafentzug wegen gestern Nacht. Na gut, dann schon mal gute Nacht. Willst du echt nichts zum Abendbrot essen? Ach, alles gut, habe ich nicht schon gemacht. Ja, Papa hat heute Nachtschicht. Der kommt erst abends um 12 wieder. Ich geh jetzt auch mal ins Bett. Also, naja, gleich in einer halben Stunde. Nur noch kurz überall ein bisschen Ordnung reinbringen. Das, was Frauen eben gerne machen. Alles unordentlich, dreckig. Muss putzen. Mama träumt gerade vom Putzen. Also wenn sie das träumt, hat sie echt tief Schlaf. Zeit, sich aus dem Haus zu schleichen. Ich muss los, Leute. Ich hab doch eine Verabredung, ihr wisst schon. Na gut, dann mal viel Spaß und Glück. Ah, Süße, da bist du ja. Zeit, um auszureiten, yippie. Aber nicht so laut, weißt du. Ich wurde von meinen Eltern erwischt. Ihr gesagt zu meiner Mama. Mein Papa hat zum Glück nichts mitbekommen. Los geht's, ein Video über den Zaun. So, es ist genau um 12. Ja, und da sehe ich sie ja auch schon galoppieren. Ich muss mich beeilen. Zum Glück, die haben mich nicht bemerkt. Wenn ich den Aspekt Dancer habe und ich ihn teuer verkaufen kann. Natürlich, nachdem ich ein paar Turniere gewonnen habe, kann ich mir noch so ein schönes Auto leisten. Überraschung, ihr seid umzingelt. Blick Dancer, ich rutsch doch gleich runter. Ich hab gesehen, du bist die Einzige, die Kontrolle über ihn hat. Steig ab und gib ihn mir. Ihr seid umzingelt. Überall. Blick Dancer, was machen wir jetzt? Du kannst ja gut springen, aber ich weiß nicht, ob das so im Stress klappt. Hm.
Oh mein Gott, wie hoch bist du gesprungen? Oh mein Gott, dieser. Ja, hierhin kommt die jetzt nicht so schnell. Sie hat sich ja selber das Hindernis in den Weg gebaut. Du doofes Mistpferd. Das dauert ewig, bis ich alle Stangen abgebaut habe. Mensch. Los, Süßer, jetzt renn weg. Ja, Mädchen, wie heißt du denn? Darauf falle ich nicht rein. Hau ab. Glaub mir, wir werden uns wiedersehen. Plitänze, was ist los? So Leute, das war's mit Teil 2 von Ruf der Wildpferde. Ja, und es geht auf jeden Fall spannend weiter, wie ich es auch schon mal gesagt habe, weiß ich gerade nicht wann. Ja, und dann hoffe ich, ihr freut euch schon auf den nächsten Teil. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.